Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Wie gestern gesagt, bin ich die Karte etwas abgefahren, bin jetzt pünktlich beim Händler und möchte euch aber kurz zeigen, was ich auf der Karte entdeckt habe. Was habe ich entdeckt? Das Wasser. Hier ist großer weiter Ozean, hier oben war großer weiter Ozean. Hier ist überall Schneebiom. Und jetzt fürchte ich, dass uns tatsächlich nichts anderes übrig bleibt, als durch das Schneebiom hindurchzufahren und dann möglicherweise das Wüstenbiom zu finden. Ja, so sieht's aus. Nun ist das Problem, wir haben noch heute den ganzen Tag und morgen tagsüber und dann ist nachts ja der Blutmond. Und jetzt bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Ich möchte natürlich jetzt nicht irgendwo auf der Map sein, wenn der Blutmond ist. Auf der anderen Seite möchte ich eben auch schon... Halt, ne, das kannst du nicht verkaufen. Das auch nicht. Das erst recht nicht. Ja, Honig habe ich noch ein bisschen gefunden, wie ihr seht. Und ein bisschen, was ich so am Wegesrand gefunden habe, habe ich auch noch aufgesammelt. So langsam bekommt der Hunger. Es gibt aber hier auch nichts Gescheites. Wir könnten natürlich zu dem Händler im Schneegebiet fahren und dort Missionen machen. Aber wie gesagt, eigentlich müssten wir uns dann so langsam auch ein Fleckchen suchen, wo wir den Blutmond verbringen können. Es wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als das Biom zu wechseln. Jetzt ist die Frage, nehme ich irgendwas mit oder fahre ich einfach auf gut Glück los durchs Schneegebiet durch und wir gucken mal, wo wir rauskommen. Wir haben ja Werkzeuge, können uns eigentlich alles bauen und das, was wir ja haben, das müssen wir dann im Zweifel uns irgendwie neu zusammenholen oder nochmal mit Natur holen. Ja, was soll ich sagen, das war nicht der ursprüngliche Plan, aber irgendwie muss es ja jetzt vorwärts gehen. Ja, wohin geht's? Wie gesagt, nach Norden da ist Wasser, hier hinten ist Wasser. Hier führt auch keine Straße hin. Also wir können entweder hier nach Westen die Straße langfahren oder nach Süden. Dann entscheide ich mich spontan für Westen. Wir gehen fern die Straße lang und gucken, wo wir rauskommen. Da haben wir ja, das haben wir gestern schon mal versucht. Und ich habe dann abgebrochen, als ich gesehen habe, dass auch dort das Schneebiom ist. Das würde mir zwar jetzt ein bisschen übel nehmen, da wird ihm kalt werden, denn wir haben ja noch keine ordentliche Kleidung. Ich habe notfalls einen Kaffee, den ich zwischendurch trinken kann. Das nimmst du natürlich mit, wenn es einmal herumsteht. Ja, ne, jetzt kannst du nicht jeden Baumstamm... Ups. Was machst denn du? Kannst du jetzt nicht jeden Baumstamm aufhacken, das ist natürlich nicht möglich. Vielleicht machen wir dann irgendwo mal ein Haus, dass wir ein bisschen Beute sammeln. So, ein Häschen haben wir laufen lassen, ein Häschen haben wir nicht laufen lassen. Denk dran, hebt ein bisschen Ausdauer auf. Kannst immer mal gebrauchen. Wobei man ja relativ gut sieht, jetzt tagsüber. Da ist eigentlich keine große Überraschung, dass da jemand um die Ecke kommt. Ja, ein bisschen was müssen wir trotzdem am Wegesrand aufsammeln. Wie gesagt, immer noch die Hoffnung, dass wir was zu essen finden. Und ich könnte natürlich mal schauen, wenn ich irgendwo ein Nest finde, ob ich Federn drin finde. Gibt es hier im Schnee Nester?
Gut, die Straße geht dort lang. Uiuiui, nehmen mit dem nächsten Schnee an. Da geht keine Straße lang, hier auch nicht so richtig. Was zu essen wäre schon gut, ne? Wie sieht es auf der Karte aus? Jetzt bist du hier um. Nach Süden braucht man nicht weiterfahren, da wissen wir, wo es hingeht. Da ist überall Schnee und die andere Stadt. Das heißt, wir fahren hier Richtung Westen. Die Sporttasche interessiert mich. Was war das? Hat es jemand gesehen auf die Schnelle? Ein selbstgebautes Gewehr, Handwaffenvorurteile. Gut. Ja, dann halt heute noch mal ein gemütliches Radeln durch den Winterwald. Was habe ich gesagt? Federn. Ja, jetzt ist Nebel, das ist natürlich dann doch nicht mehr so gemütlich. Aber immerhin, er geht nicht in die höchste Frierstufe. Das heißt, offensichtlich haben wir doch ein bisschen was an. Nee. Lass den mal stehen. Haben wir doch schon offensichtlich ein bisschen was an Temperaturschutz. Jetzt ist er auch noch hungrig. Ja, die Eier kannst du roh nicht essen, ne? Benutzen, doch. Nahrung 5, Gesundheit 2. Die kannst du auch essen. Naja, dann mach das. Und dann. Oh, hilft alles nichts. Kann eigentlich eine Karte auch aus weniger Biomen bestehen oder müssen immer alle 4 Biome da sein? Das wäre mal interessant. Bloß ohne Wüstenbiom hätten wir keinen Ölschiefer und ohne Ölschiefer haben wir kein Benzin. Zumindest wird es dann schwer genug zu finden. Wenn wir dann mit dem Motorrad oder Auto unterwegs sind. Bis dahin ist noch ein langer Weg, ja, aber man muss ja schon mal vorausplanen. Biege die Straße ab. Da geht's in die Stadt rein, ja. Na, ich glaube, es ist immer schon ganz gut unterwegs, ja. Notfalls kann ich natürlich auch komplett im Wüstenbiom meine Basis aufbauen. Im Schneebiom möchte ich das nicht machen. Ne, gibt's nichts drin. Schon wegen den ganzen großen Tieren ist mir das Schneebiom ein bisschen unheimlich. Gut, im Wüstenbiom, da hat es die ganzen Geier. Das ist auch nicht so prickelnd. Hat das Biom eigentlich Auswirkungen auf den Blutmond, auf die Zombies, die da kommen?
Da wird mir ein Händler angezeigt. Da können wir ja mal hinfahren, wenn wir schon mal hier sind. Da gehst du wenigstens mal Hallo sagen. Wo ist er denn jetzt eigentlich? Gleich hier. Naja, gut. Oh, 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 oh. Oh, je, je. Nee, jetzt bist du auch noch ein Stacheldraht gerannt. Ach nee, Bärl. Und jetzt hast du dein Fahrrad da liegen, das heißt, du müsstest jetzt da hin zu Fuß und alles abholen. Das ist ein weiter Weg. Tja, Vorteil, du bist nicht mehr hungrig und nicht mehr durstig. Willst du da jetzt wirklich hin? Naja, kannst da querfeld eingehen. Na gut, da würde ich sagen, da schneide ich euch raus, das bringt ja nichts. Ihr müsst mir jetzt nicht zugucken, wie ich hier durch die Gegend renne. Ich werde natürlich nichts aufsammeln unterwegs, keine Zombies angreifen oder ähnliches. Ich werde wirklich versuchen, so schnell wie möglich zu meinem Rucksack zu kommen. Ja, tut mir leid, das war jetzt nicht so erfolgreich. Und ja, bis gleich. So, hallo zurück. Wir sind fast da. Da vorne liegt mein Rucksack und mein Fahrrad. Da wartet auch schon wieder ein Wolf. Und dann laufen wir schnell rein. Unterwegs ist nichts weiter passiert, außer dass ihm verdammt kalt war. Und ich bin jetzt querfeld eingelaufen. Da habe ich schon gesehen, hier ist eben eine relativ große Stadt doch zu finden. Wir begrüßen jetzt zumindest mal den Händler. Achso, da kannst du erstmal nachladen. Wir begrüßen mal den Händler. Und dann radeln wir weiter. Well, look what the cat dragged in. Ja. Da draußen ist ein Hund, ein Wolf. Suche ich was Bestimmtes? Ich suche eigentlich nichts Bestimmtes. Was zu essen vielleicht? Was hast du da? Das ist nicht so praktisch. Gut. Not one thing. Well, there's always next time. Suche Stufe 2? Okay. Ja. Mit dem kannst du dich, glaube ich, jetzt nicht anlegen. Ja, was können wir machen? Wir können weiter versuchen, die Straße hier zu fahren. Da müsste ich darüber. Müsste ich an dem Wolf vorbei. Da ist noch ein Wolf. Der hat noch nicht mitgekriegt, dass ich nicht mehr da bin. Ganz schön viele Tiere hier, ne? Achso, sehen wir jetzt. Ach, falsche Taste, warum was? Beutestadium 39. Das wäre natürlich auch schön. Gut, aber hier scheint es bloß einmal im Kreis zu gehen. Guck's dir mal an. Gut. Wobei hier oben geht es noch weiter Richtung Westen. Dann versuchst du mal dort weiterzukommen. Achso, den Händler wolltest du noch markieren auf der Karte, ne? Und dann fährst du weiter. Da gucken wir mal, ob wir noch was Spannendes finden.
Kann man die Map ein bisschen erkunden. Ja. Bist noch auf dem richtigen Weg. Ja, hier im Schnee hat man halt, da hat man Bären, da hat man Wölfe, die Berglöwen. Die Rehe tun mir zum Glück nichts. Das darf man nicht unterschätzen. Waren wir schon auf... Ne, wir sind auf Level 8. Weil da du den Sensenmann anzeigt, den gibt es doch eigentlich erst, wenn man auf Level 10 ist, oder? Nö. Na gut. Einmal gestorben. Oder? Zweimal? Ne, einmal gestorben. Gut. Jetzt geht's nach Norden, die Straße. Ja, nach Norden. Na gut, aber wo eine Straße ist, ist auch eine Stadt. Wo eine Stadt ist, ist ein Händler. Da ist einer, ein Berglöwe. Und dass der nicht zu unterschätzen ist, das habt ihr ja vor uns gesehen. Zumal mir da eben noch die passenden Waffen fehlen. Und die Skills. Da gibt es doch die Handbücher für den Jäger, ne? Wo man dann entsprechend für jeden... Für jedes Tier, was es gibt, entsprechend etwas mehr Schaden anrichtet. Häschen gibt es ja auch, aber die stören uns nicht und... Da kommst du her. Na gut. Wird es nicht ganz so... Oh, eine Feueraxt Stufe 3. Wird es nicht ganz so langweilig. Da macht es eben bemerkbar, dass das Beutestadium hier deutlich höher ist. Da findet man einfach mal so eine Feueraxt, Stufe 3. Da musste ich bisher eine ganze Menge Missionen machen. Das Mod nimmst du natürlich raus, das packst du hier rein. Gut, geht's weiter. Nebel ist auch vorbei. Da kannst du gleich mal probieren, wie sich das bemerkbar macht. Fünf Schläge. Nicht schlecht. Jetzt geht es wieder weiter Richtung Westen. Hier zweigt was ab, aber da kommt im Normalfall nichts. Also nichts ist nicht richtig, aber keine Stadt. Da kommen dann einzelne Gebäude. Oh, ein Stufe 6 selbstgebautes Gewehr. Ja, da hinten auch wieder. Da führt nur ein Weg hin. Und dort schimmert das Wasser durch, so wie es aussieht. Ja. Wir sind ja relativ weit im Norden. Ja. Für
Vielleicht sollten wir dann mal schauen, dass wir einen Schlafsack irgendwo zwischendurch platzieren. Das ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Da muss ich dann bloß dran denken, dass ich ihn wieder neu platziere, wenn ich mich woanders niederlasse. Weil wenn wir wieder sterben, müssen wir sonst den ganzen Weg zu Fuß zurücklegen. Dietriche, meine ersten Dietriche. Gibt's hier Pflanzenfasern? Vielleicht vor uns beim Händler machen sollen. Ja, gibt's. Wie viele Pflanzenfasern braucht man für einen Schlafsack? Ja, falsche Taste. Schlafsack. Wie viele Pflanzenfasern hast du? 6? Da brauchst du wahrscheinlich 10, oder? Schlafsack. 10, genau. Halt, so. Dann legst du den einfach mal dahin. Und dann brauchst du im Zweifel nicht so weit laufen, wenn du jetzt nochmal dich zu dumm anstellst, ne wahr? Obwohl ich jetzt wieder mit den ganzen Bären und Zombies war das vielleicht nicht der beste Platz für einen Respawn. Was ist hier passiert? Geht hier die Straße senkrecht einen Berg hoch? Ja, wie soll man da hochfahren? Spiel? Willst du mich ärgern? Dafür gibt man ordentlich ein Blut. Gibt's auch nicht. Na, ich denke, runterzu geht das ja, ne? Bisschen steil, aber gut. Da werden sie wohl noch ein bisschen was patchen müssen. Gut, zeigt er mir hier schon den Händler an? Nein. Ist aber auch noch mal eine Stadt im Schneegebiet. Jetzt sind wir schon sehr weit im Westen. Da werde ich dann mal sehen, dass ich dann Richtung Süden abbiege. Wird es wahrscheinlich automatisch machen. Weil es kann jetzt nicht unendlich weiter nach Westen gehen. Es ist Tag 6, es wird langsam Abend. Ich habe noch kein Versteck für die Horde nach. Ui, fahr weiter. Schnell. Weg, 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 weg. Ich habe immer noch kein Versteck. Oder auch keinen Platz für die, wo ich mich niederlassen möchte. Achso, ich hatte ja gesagt, ich wollte ein bisschen was an Federn einsammeln, damit ich die Eisenpfeile bauen kann. Wie viel habe ich? Federn 5, Pfeilspitzen 7, also brauchst du noch 2 Federn. Eine, nein, 5. Also nimmst du trotzdem bloß 2 mit, ne? Eisenpfeile. Da hast du die Pfeilspitzen und die Federn weg. Mit einem Mal 2 Plätze frei. 2 Slotplätze. Das hat schon was, ne? Wenn das Wetter so schön ist. Die schneebedeckten Bäume hier. Einen Händler angezeigt? Immer noch nicht, ne? Aber irgendwo wird es in dieser Stadt auch einen Händler geben. Ja, ich wollte gerade sagen, ein bisschen was musst du aber auch aufsammeln. Weil du hast ja gemerkt, dass ja bessere Gegenstände drin sind. Also im Stadtbiom. Jetzt haben wir einen
Schlafsack natürlich irgendwo da hinten stehen. Oh, noch mehr Dietrische. Das steht ein. Das nimmst du nie mit. Honig haben wir jetzt zwei. Ne, da. Den Baumstumpf holst du ja nie, da ist ein Berglöwe. Sieht irgendjemand eine Rauchfahne? Händler heizen für gewöhnlich. Ist auch eine große Stadt, ne? Oh, ein Bär. Fahr mal schnell weg, bevor er dich entdeckt. Jetzt kommt schon wieder so ein großes Gebirge hier vor mir. Aber man sieht ja, dass die Straße dann wieder abbiegt Richtung Westen, erstaunlicherweise. Ach nee, die Straße macht einen Bogen. Noch ein Bär. Schön, hoch aus. Die Straße macht ja bloß einen kleinen Bogen, der biegt einen Weg ab. Wo führt uns der Weg hin? Das wollen wir nicht rausfinden. Da ist ein Händler, oder? Ja. Du bist hungrig, ich weiß. Da wäre es doch aber ganz gut, wenn du bei dem Händler Pflanzenfasern sammelst und einen neuen Schlafsack baust. Kann das sein, dass der gerade. Dass du gerade keinen Platz mehr hast? Dann geh erstmal da rein. Hallo sagen. Völlig überladen, Hallo sagen. Vielleicht finden wir was zu essen. Also kann man hier kaufen. Each day is a blessing. Gut. Da setze ich mir erstmal den Wegpunkt. Händler. Wunderbar. Haben wir schon vier Händler gefunden. Wie viele gibt es insgesamt? Dann kann ich mal verkaufen. Das selbstgebaute Gewehr kann weg. Das auch. Die Handfeuerwaffenteile. Das lohnt sich meistens nicht, die Sachen zu behalten und darauf zu warten, dass man sie baut. Man kann selbst ja sowieso bloß bis Stufe 5 bauen. Und ja, das kann man alles behalten. Und wenn man hier Stufe 6 findet, da ist man sowieso aufs Finden angewiesen. Achso, die eiserne Feueraxte kannst du auch verkaufen. Und den Stoff kannst du eigentlich fallen lassen, aber vielleicht brauchst du ihn dann mal irgendwo. So, jetzt zeig mal, was hast du denn zu essen? Das hast du selber. Wobei, so richtig viel hast du auch nicht. Ne? Was bringt denn das Lachs? 15. Da gibt es bloß eine. Da gibt es auch bloß eine. Na ja, eine, ne, gönnen wir uns. So, da kannst du mal gucken, was er hier im Regal liegen hat. Vielleicht ist es da was Sinnvolles. Oh. Vielleicht aber eben doch nicht. Na, das brauchst du jetzt aber auch nicht mit dir rumschleppen. Kannst es ihm auch verkaufen. Das eigentlich auch, ne? It's been a real pleasure. You watch yourself out there.
Höhlschäfer. So, ich guck vorher mal auf den Map. Ich muss weiterfahren, dann Richtung Süden. Hier war kein Abzweig. Hier könnte irgendwo ein Abzweig sein. Na, aber hier, dass man hier quer rüber kann, ist es nicht. Achso, du wolltest einen Schlafsack hier hinlegen. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Dann baust du einen Schlafsack. Komm, ja. Den platzierst du hier. Kannst du den Knüppel wieder nehmen. Wie ist denn jetzt eigentlich komplett kalt? Eigentlich sollte doch. Was habe ich gesagt? Richtung Süden wolltest du fahren, ja. Wieso ist denn jetzt komplett kalt? Die ganze Zeit ging es. Achso, weil es abends ist, weil du nass bist. Hm. Wie? Zurück? Oh, guck mal, da kommt eine kleine Horde angelaufen. Eine Zombie-Horde. Ich habe was gehört. Die Lampe nimmst du mit und dann fährst du schnell weiter. Jetzt ist ja aber auch so eine große, stehen mitten auf der Straße Bäume, ein großes Gebirge. Da kannst du nicht rundherum fahren, kannst du nicht drüber fahren, musst du links rumfahren. Jetzt fährst du quasi hier wieder zurück, jetzt fährst du mal am Gebirge lang. Hm. Na gut. Sind wir aber auch schon ganz schön weit weg von unserem. Na gut, jetzt fahren wir gerade wieder in die richtige Richtung zurück, ne? Von unserer Basis. Ne, Basis haben wir ja nicht, aber von unserem Heimatbiom. Guckst mal auf die Karte. Hier bist du. Aber selbst wenn du hier weiterfährst, kommst du ja irgendwo, bleibst du ja im Schneegebiet, da kommt ja gar nichts. Na gut, jetzt wird auch wieder Nacht. Ich guck mal, wie lange ich das hier überlebe. Und machen wir Schluss hier. War halt eine gemütliche Fahrradfahrrunde, einmal quer durchs Schneegebiet. Und ja, morgen müssen wir uns dann irgendwie vorbereiten auf den Blutmond. Da führt kein Weg dran vorbei. Dann wünsche ich eine gute Nacht und ich bedanke mich fürs Zusehen.